Willkommen zurück zu The Last of Us Remastered. Folge 18 müsste es jetzt sein. Hey, ich wette, das führt da ganz durch. Oh, da hinten liegt was. Ich sehe was blinken. Hilf mir mal damit. Ja, klar, Moment. Henry. Lass mich eben... Ah, da ist wahrscheinlich... Das ist wahrscheinlich die Leiche von dem Captain, wo wir die Nachricht in der letzten Folge gefunden hatten. Der hat auch schon, hoppala, der hat auch schon bessere Tage gesehen. Naja. Die beiden gucken sich so an. Kinder sollten sich sowas nicht ansehen. Ich merke gerade, mein Headset sitzt nicht richtig. So. Okay, zusammen. Na los. Ja, und jetzt. Okay, kommt Kinder, los. Na gut, auf geht's. Du bist dran. Okay. Riesenabwasserkanal. Riesenabwasserkanal. Sam, bleib hier. Ich habe gedacht, da hängt jetzt ein Arm raus oder sowas. Aber anscheinend war es nur ein Ast. Oh, das erinnert mich irgendwie voll an die Silent Hill Zeit. Wir sollten uns hier umsehen. Ja. Wir gehen hier lang. Alles klar, wir treffen uns in der Mitte. Mir gefällt es hier nicht wirklich. Mir auch nicht. Aber wir haben keine Wahl. Ja. Wie toll sich das auch anhört mit dem Wasser. So. Hier kommen wir nicht rein. Mist. Was haben wir denn da? Da ist eine Klappe. Wenn du das aufkriegst, krieg ich durch und mach die Tür auf. Oh, yes. Riesige Ratte. Ah, guck an. Obwohl, sie hätte auch wahrscheinlich hier durchgepasst, durch die Gitterstäbe. Aber naja, gut. Wollen wir mal nicht so sein... Wollen wir mal, wie gesagt, nicht so sein heute. Hm, vielen Dank. Vordränglerin. So, Pillen. Glaubst du, sie bleiben bei uns und kommen zu Tommy? Na, ich weiß nicht. Wir müssen einfach abwarten, was sich ergibt. So. Was haben wir da? Okay. Waffenteile 50. Und Kanalnot. Kanalnotiz. Da bin ich ja jetzt mal gespannt. So. Jetzt bin ich seit einigen Monaten weg und die Welt geht weiter zugrunde. Wo man auch hingeht, gibt es Infizierte und Nicht-Infizierte, die dich töten wollen. Die Menschen sind wieder Teil der Nahrungskette, Baby. Unglaublich, dass ich so lange überleben konnte. Die Kanalisation ist ziemlich sicher. Wegen der wenigen Ein- und Ausgänge ist sie leicht zu verteidigen. Und wenn doch jemand hereinkommt, kann ich ihn in diesen Irrgarten abhängen. Ich bin zwar nicht hart, aber ich bin schnell. Vielleicht sollte ich einfach hier unten warten, bis oben wieder alles normal ist. Ich glaube, ich bin jetzt erst einmal ein Kanalmaulwurfmann. Wünscht mir Glück. Ich. Ein Kanalmaulwurfmann. Also ich möchte es nicht sein. Ich bin dann, glaube ich, lieber der... Thekentresen-Festhaltermann. Maulwurf-Kanalmann. Oh, okay.
Okay. Hier geht's weiter. Na nun, wo sind sie denn hin? Uiuiui. Wow. Können wir nicht hier raus? Bestmark. Nein, da kommen wir nicht hin. Markt, okay. Ich kann nicht schwimmen. Da sind wir zu zweit. Ach, er kann auch nicht schwimmen. Ha! Was ein Zufall. Okay, Joe. Wie kommen wir rüber? Wir müssen uns wohl was überlegen. Hey, das Ding hängt an einer Kette. Vielleicht geht es irgendwie da. Es klemmt. Da, ein Generator. Ja, ich sehe es. Ich spring mal ins Wasser. Ihr bleibt da. Also wenn das Tor doch klemmt, habe ich doch eine ganz große Vermutung, dass das vielleicht unter Wasser was ist. Ich schau mal, ich tauche mal ab. Ja, da ist doch was. Wusste ich doch. Aha. Henry, versuch's mal. Okay. Mal los. Ja, es geht. Sehr schön. Ich lasse mir das jetzt auf den Kopf. Ich seh mich mal um. Bleibt wachsam. Und ich muss dazu sagen, es war mir schon viel, viel zu lange sehr ruhig. Also wir haben schon sehr, sehr lange keine Klicker und keine Runner mehr gesehen, geschweige denn Bloater. Haben wir hier? Oh, Utensilien. Survival-Ausrüstung, die wir gut gebrauchen können. Ich werde mal nachschauen, ob wir irgendwas... Nein, wir sind gut ausgerüstet. Überall drei und sogar die Nahkampfwaffe verbessert. Mein Gott, wir sind so schön ausgerüstet. Wir könnten sogar noch ein Medikit bauen, wenn wir das verbessern. Oh, 95. Wir brauchen noch 5 Tabletten. Dann können wir nochmal maximale Gesundheit oder Messermeister erhöhen. Was ist denn das nächste bei Messermeister? Messer mit voller Haltbarkeit zerbrechen nicht beim Befreien aus Klickergriffen. Das heißt, wenn wir das machen, behalten wir unsere Messer und brauchen keine neuen erstellen. Oder halt die maximale Gesundheit. Ich glaube, wir machen das mit dem Messer. Denn die anderen Sachen, das Schwanken der Waffe, das kann ich immer noch machen. 50 Tabletten finden wir bestimmt noch auf die Schnelle. Aber jetzt die 100 mit Messermeister möchte ich schon... Weil das Messer braucht ja auch wieder Utensilien zum Herstellen. Oder Survival-Ausrüstung, die wir brauchen. Und ganz schön dunkel. Da ist was drin. Quarantäne-Area. No entry or re-off autorisiertes Personal. Heavy penalties apply. Okay. Aber Notausgang ist rechts. Das ist schon mal gut zu wissen, wenn wir jetzt da... Oh, wir können die Tür öffnen. Oh. Bist du bescheuert? Mach den Molotow aus. Oh, der... Ah, da kommen wir doch nie im Leben dran vorbei, ohne dass er uns sieht. Können wir denn wieder eine... Ja, eine Nagelbombe können wir erstellen. Das ist gut. Dann werden wir eine Nagelbombe mal da reinwerfen, da reinfeuern. Mal schauen, was dann passiert. Schmeißen wir die ein bisschen mal so nach da oben. Vielleicht sind da zwei drin. Der andere kommt auch hingerannt. Geil. Ah, toll. Egal. Oh.
Ich mag die nicht. Die sind so unberechenbar, weil die sich so hin und her bewegen und zappeln und... Ich glaube, das hat sich sogar ein bisschen gelohnt, hier lang zu gehen. Ja, das werde ich bestimmt nicht jetzt lesen. Tauschnotiz. Müssen wir uns mal merken, Tauschnotiz, wenn wir gleich hier raus sind, dass wir die Tauschnotiz lesen. Ach, jetzt juckt mich das am Bein schon wieder. So. Jetzt gehen wir mal ganz schnell hier raus. Und machen dann die Tür hinter uns zu. Wenn wir das überhaupt können. Ne, Tür können wir nicht zumachen, okay. Aber ich werde jetzt mal mich hierhin bewegen, weil ich glaube, der Klicker kommt da nicht raus. Ich werde mal eben ganz schnell die Notiz lesen. Und wir können einen die Nagelbombe nochmal erstellen. So. Was war das jetzt gewesen? Tauschnotiz, genau, Tauschnotiz. So, vergrößern, lesen. Gestern habe ich Leute getroffen, die nicht sofort auf mich schießen wollten. Unglaublich, ich weiß. Wir haben Vorräte ausgetauscht und sind wieder unsere Wege gegangen. Sie hatten Kinder dabei und schrien sehr verängstigt. Fast hätte ich ihnen von diesem Ort erzählt. Aber was, wenn sie wie die anderen sind? Was, wenn? Weißt du was? Es ist mir egal. Was bringt es, zu überleben, wenn niemand mehr über deinen schlechten Witze lacht? Morgen werde ich sie suchen. Vielleicht wollen sie mir hier Gesellschaft leisten. Ich. Aha, der Klicker kommt nicht aus der Tür. Aha. Von wegen. Und ich glaube, er steht doch schon direkt neben uns. Ja. Der Klicker. Was ist los mit dir? Hast du Asthma? Alde, der hat schlecht geschissen, glaube ich. So, Joel, pack die Knarre weg. Wir müssen das Brett schieben, damit die Kinder rüber können. Übers Water. Übers Water. Water Hazard. Da ist schon wieder. Ja. Na los, Ellie. Na also, genau. Sehr schlau. Und jetzt lassen wir die auch da hängen. Es wird Zeit, dass wir hier rauskommen. Sieh nach, ob der Generator noch Saft. Hier geht gar nichts. Das sehe ich jetzt erstmal. Wie komme ich jetzt hier rauf? Hallo? Sag's lieber nicht laut. Wie komme ich denn hier rauf? Hallo? Ich will auch da rauf. Hallo? Ah, okay. Das sagen jetzt zwei Beeindruckungen. Wir sind schon Profis darin. Ja, das stimmt allerdings. Wir sind volle Profis. Schütteln, nicht vergessen. Schütteln. Was ist denn damit? Drin sitzt? Sein. Gehen wir da wirklich rein? Keine andere Wahl. Das sieht aus wie irgendwie so ein Untergrundkindergarten. Ganz, ganz, ganz merkwürdig. Also in der Kanalisation ein Kindergarten.
Naja, schauen wir mal, was uns da erwartet. Eine Akustikfalle. Was? Eine Alarmanlage. Ich kann gar nichts hören. Ja. Hier hat wohl mal jemand gewohnt. Das scheint aber nicht mehr der Fall zu sein. House Rules. Wer wohnt denn hier? Hausregeln. Niemand, der das hier für ein gutes Versteck hält. Important, please read. Make sure doors are locked. Bitte schließe alle Türen. Ask for password if you don't know the visitors. Ask for password. Antwort das Passwort if you don't know the visitors. Nicht schießen. Und noisy play. Und ruhiges Spielen. Oder leises Spielen. Run to a hiding spot when you hear the alarm. Also renn zum Treffpunkt, wenn du den Alarm hörst, okay? Und ask for password, also beantworte das Passwort, if you don't know the visitor. Wenn du es nicht weißt, the visitor. Okay. Also der Besucher. Naja. Oh. Eine neue Pistole. Die Shorty. Huch. Nein, wollte doch mal eben. Die Shorty. Oh, eine doppelte kleine Flinte. Aber... Super. Er lehnt nicht. Beruhig dich. Hey, Sam. Oh, Henry, hast du das gesehen? Sei lieber leise, okay? Cool ist das denn? Ja. Sorry. Sei lieber leise, ja. Okay, was ist das denn? So, was haben wir hier? Bomben verbessert. Bombenhandbuch Band 1. Verbesserter Radius von angesetzten Sprengstoffbehälter. Ich sage, ich lasse mir echt demnächst hier mal so den Diplom-Ingenieur unterzeichnen von Naughty Dog. Oh, und Pillen. Und jetzt können wir, so wie ich es schon gesagt hatte, den Messermeister verbessern. Das machen wir auch direkt. Jeder wird das natürlich auch anders spielen, als wie ich natürlich. Vielleicht wird der eine ein bisschen mehr auf seine Gesundheit achten, aber mir ist es wichtig, dass die Klicker... Gold! Was ist denn da eine... Was ist das? Kakerlaken? Warum sind denn... Kakerlaken rot? Nee, die sind doch dunkelbräunlich, oder? Hier war mal eine Leiter. Ja. Oh, was haben wir da? Tüte Chips? Nee. Tüte Sprengstoff. Wo müssen wir überhaupt hin? Hallo? Ach, da. Nicht hier noch was? Nee, hier hatten wir ja alles gesucht, okay. Da hinten sind schon wieder diese Viecher. Was ist denn das? Hörst du das? Infizierte. Leise. Oh nein. Ah, diese scheiß Viecher hauen ab, wenn man mit der Taschenlampe drauf leuchtet. Okay, bis jetzt ist noch nichts. Ich werde mal vorsichtshalber mal... Gott sei Dank, Mann, gibt's eine Pumpgun wählen. Da gibt's schon wieder die Hausregeln, das neue Hausregeln. Das gefällt mir gar nicht. Das ist schon wieder viel zu lange ruhig, wie es schon gesagt. Wow. Bam! Wow! Aua! Und ein Klicker. Jawohl! Parkposition erreicht. Ja. Ladies and Gentlemen, bitte alle abschnallen. Den Klicker nach zu urteilen, sind sie schon länger tot. Wir gehen weiter. Wir können nur hoffen, dass es nicht noch mehr davon gibt. Frage. Ich weiß. Hallo? Was macht... Hallo? Was... Lass sie doch mal liegen, will doch mal... Der war bestimmt als letztes auf einem Heavy-Metal-Konzert. So, was haben wir denn hier? House Rules?
zwei General Rules. No weapon allowed. Also keine Waffen erlaubt. No loud noises. Silent is golden. Also leise bitte sein. You might be secret at any time for any reason. What? Me? What me? Fire is restrict. Mal eben kurz schütteln. Und da General Rules 1. General Rules where entering this area with no allowed. No finding or rough play. Mm-hmm. No running. They living. My English is not very good. My German is not much better. Filtration. Das ist eine Filteranlage anscheinend, so wie es aussieht hier. Aua. Oh, was ist das denn? Das ist die Wäschekammer. So, was haben wir hier? Hier haben wir den Mr. Mac. Wie heißt er? Max? Maxing Clean? Der Maxing Clean. Wer kennt den Maxi Clean nicht? Oder der Blue. Oh, der Blue. Wie kann man denn nur ein Waschmittel Blue Rain nennen? Was haben wir da? Dan Joe's Pork and Beans. Mmh, was so eine leckere Bohnendose. Und Bomex. Das ist aber Schleichwerbung. Weil Bomex gibt's als Grillanzünder. Sally gibt's auch. Das ist wahrscheinlich Tomaten. Aus wie Tomatenmark oder sowas. Und das sieht doch förmlich aus wie eine. So Ketchup. Was auch so ungefähr so ein Logo hat. Bei uns hier in Deutschland. Aha, die haben ja wahrscheinlich das Wasser und sowas getankt. Da lag eine Notiz. Ich habe sie gesehen. Nicht, dass jetzt schon wieder der erste unter den Kommentaren sagt: Ey, der hat die Notiz nicht gesehen. Natürlich habe ich sie gesehen. Ich wollte aber trotzdem erstmal hier die anderen Sachen mir anschauen. Aha. Also haben die anscheinend so ein Wassersystem hier sich gebaut in dieser Zeit. Das ist ja der Wahnsinn. Okay, voll. Ja, bin ich nicht. So, dann lesen wir die Notiz mal. Regenfänger-Notiz. Aha, da werden wir es jetzt wahrscheinlich. Oh, da ist sogar ein Smiley drauf, sogar zwei. Hallo Suzanne, ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass diese Regenfänger eine großartige Idee waren. Ziemlich klug, Wasser sammeln zu können, ohne sich vom Fleck zu bewegen. Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass ich den Kindergarten einige Wasserpistolen gegeben habe. Selbstverständlich wurde ich den Tag über nass gespritzt. Wenn du nicht willst, dass sie sie haben, lass es mich wissen und ich nehme sie ihnen wieder weg. Wir sehen uns beim Abendessen heute Abend. Kleine Warnung am Rande, Kylie macht schon wieder seinen speziellen Hackbraten. Ich. Okay. Also haben die hier wirklich richtig eine lange Zeit in der Kanalisation gelebt. Ne, also das ist ja so die Regenwasserabfanganlage und da oben steht sogar was dran. Das habe ich übersehen. Water rules, don't leave water running, only take what you plan on using, don't leave allless, ne, allless. Okay, also nicht Wasser laufen lassen, also nutze nur das, was du brauchst, und das andere kann ich nicht lesen. Also das muss schon, das ist schon ein hartes Ding, also ein hartes Brot bei so einer, wenn sowas passiert, stelle ich mir schrecklich vor, ehrlich. Überleg mal, keine Playstation, kein PCs, keine Videospieleentwickler mehr. Ja. Aber wir Zocker hätten schon gute Voraussetzungen, weil wir sonst Survival-Dingern ja ewig in 3 Tage immer spielen. Hui. Oh, eine Tür. Die hat er aber sehr forsch jetzt aufgemacht. Ohne damit zu rechnen. Oh! Wer ist denn das? Hui! Biene, Maya und Willi ist das bestimmt. Was haben wir hier für Bücher? Smileys for Society? Dead Water. Was steht da? Strakes oder Steaks? Ah, Easy C++, natürlich, das braucht man auch in der Kanalisation ohne Computer. Awesomeness in a jar? Awesomeness in a jar. Okay, how to draw criminals? Wow.
Wow, toll. Photo to, okay. Undersize. Hi, da haben wir wieder Pillchen. Und in der Klemme-Notiz, wir haben das schon gesehen, das ist wahrscheinlich... Vielleicht ist es das Grab von denen, die hier unten gelebt haben. Wir werden mal diesen blutigen Brief mal durchlesen. Wir sind gefangen. Wahrscheinlich sind alle tot. Einige von den Kleinen sind bei mir. Die Infizierten stehen vor unserer Tür. Ich weiß nicht, wie lange wir es noch aushalten. Wenn ich und die anderen am Leben sind, können sie uns vielleicht erreichen. Wenn es soweit ist, werde ich es schnell tun. Kylie. Himmel. Ja, anscheinend hat's... Das sind Kinderleichen. Anscheinend hat's nicht geklappt. Ich weiß auch gerade gar nicht, was ich sagen soll. They don't suffer. Oh Mann. Da wiegt das Ganze schon nicht mehr so lustig. So, halten wir uns auch nicht lange hier drin auf und gehen auch direkt erstmal weiter. So. Genau. Da müssen wir lang. Nochmal kurz geschüttelt, unseren Controller. Haben wir hier irgendwas? Ne. Hey, ob es hier rausgeht? Kann sein. Aber da kommt man nicht hoch. Ach, da oben. Kommt man auch anders dahin. Ja, vielleicht hier irgendwie, aber... Was ist hier? Ja, super. Ja, alles okay. Das war ich. Ich habe ein Sicherheitstor ausgelöst oder so. Henry, kriegen wir das hoch? Also, das ist seltsam. Ja, ich weiß. Klicker! Ja. Was? Oh nein. Hey, das Ding bewegt sich nicht. Dann weg. Verschwindet. Sam, du bleibst bei ihm. Henry, wir müssen weg von hier. Pass auf ihn auf. Los. Und nicht gerade wenige. Ja, die schaffen das definitiv. Okay, dann sollten wir sie schleunigst finden. Ja. Genau. Aber das natürlich in einer nächsten Folge. Okay. Macht's gut. Tschüss.